So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play SmackDown vs. Raw 2006. Und wir sind jetzt beim Part angelangt, an dem wir bald diesen Part werden wir auf John Cena treffen. Aber zuvor noch, bevor wir mit dem letzten Match dieser Season beginnen, nochmal wieder neue Finisher. Folgende Finisher-Vorschläge gab es seit dem letzten Mal. Es wurde der Spear vorgeschlagen von Christian Zink, der FU auch von Christian Zink und The LS Soccer Extreme. Dann der Rock Bottom vorgeschlagen, auch von The LS Soccer Extreme und Psy WWE. Der 450 Splash von The Eiter Toll. Oder habe ich. Ich glaube, ich habe den Namen falsch abgeschrieben. Das gucke ich mal eben nach. Und dann noch das Bookend, auch von The. Keine Ahnung, ich muss mal eben gucken. Tut mir leid, dass ich jetzt den Namen. Eiter Pole, ja, ich wusste es doch. Eiter Pole. Und. Ich hau das Ganze mal wieder bei random.org rein. Randomize und Gewinner sind Spear. Also herzlichen Glückwunsch Christian Zink. Und der 450 Splash von The Eiter Pole. Und diese beiden Finisher werde ich auch jetzt einstellen. Special Finisher. Also Spear. Wenn, dann will ich aber den von Goldberg haben. Ich weiß gar nicht, ob es den nicht gibt. Auf jeden Fall ist hier der 450 Splash erstmal. Mit der gelingt, weiß ich nicht. Ah, den will ich auf jeden Fall nochmal zeigen. Wir beide Finisher einmal im Match zeigen, wenigstens. Nein, soll. Eigentlich müsste der hier dabei sein, aber anscheinend fehlt er jetzt hier. Ich habe keine Ahnung, ob es den noch gibt. Aber wenn, dann müsste der hier bei Spear irgendwo stehen. Gibt es hier sowas wie ein Spear? Müsste eigentlich Spear. Ein Running Spear. Das ist der von Edge. Das ist auch von Goldberg, aber als Running Move. Und den meinte ich, den meinte ich. Den wollte ich haben. Der ist nämlich cool. Bam! Aber beiden Finisher muss man irgendwas haben, wo er halt springt oder je nachdem. Aber ich denke, ich nehme den hier. Joa, der ist eh der coolste. So. Nach dem Match werden wir dann die Legends Tour machen und die Legends Tour und danach werde ich die ECW Season machen, also ab Royal Rumble. Da hat mich auch ein Zuschauer darauf aufmerksam gemacht. Ich weiß auch nicht mehr wer, tut mir leid. Das kann ich auch nochmal nachgucken, mein Gott. Und das ist halt, das ist die zweite alternative SmackDown Storyline. Deswegen muss ich einen Charakter nehmen, also der natürlich kein CW ist, der in der Storyline von SmackDown ist, also vor Royal Rumble, und der auch in der Storyline von John Cena ist, in der wir gerade sind, damit wir diese nicht normal haben. Und da gibt es einen, oder sogar zwei. Aber ich habe mich dafür schon für einen entschieden. Ich werde mal eben suchen. ECW. Ob es hier was gibt. ECW, YouTube. Warte mal, Kommentar. Jetzt kriegen wir alles hin. Da! Und zwar von Linde 1999. Auch nochmal danke dafür. Okay, genug gequatscht. Schon wieder 4 Minuten fast rum. Es wird auch langsam hier mit dem große WrestleMania-Match losgehen. Wurde es jetzt gespeichert? Tut mir leid, aber das muss ich nochmal nachgucken. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher. Das kann ja nicht sein. So, jetzt ist hier Kackdings davor. So, Tagsmanager, Priorität hoch. Müsste, ne? Ja, super. Alles, wie man sich das gerne wünscht. Oder wie man es gerne haben will. Game Modes, Season Mode, Continue und Continue. Und wir sind mal gespannt, ob wir noch eines Cutscene zu Gesicht bekommen. Nein. Einfach, es geht einfach los. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich mich ja für Single Match entschieden und Disqualifikation. Mit Disqualifikation, mein Fehler. Und wir werden uns das Ganze einfach mal angucken. Und wir warten auf unsere Entrances. Während SmackDown vs. Raw 2006 hier lädt. Wunderbar, nicht? Hören wir uns die guten Kommentatoren an. Well, there he is.
The number one contender for the WWE. The man who ran down SmackDown's general manager to make his way up the rankings. Was not the most honorable road to WrestleMania. But to be fair, he's shown his value in the ring, despite of how he's handled himself out of it. Not for nothing, he ain't gonna be on anybody's Christmas list anytime soon. But you gotta admit that his plan worked. I'm not condoning his actions by any means, but here he is in the main event at WrestleMania for the biggest prize of them all, the WWE Championship. Hey Cole, he must be doing something right. Ja, so ist das, ne? Haben sich fast den kompletten Entrance voll gequatscht. Aber was will man machen, ne? Zu WrestleMania gucken wir uns nochmal an, die ganzen Entrances komplett an. Ich muss ja hier ein bisschen Spannung aufbauen, was? Ich will ja wenigstens ein Part vollkriegen mit dem Match oder so. And here comes John Cena, the SmackDown Champion, out to preserve the honor of the WWE title. Cena's headlined WrestleMania before, but I don't think I've ever seen the champion look this determined, this focused. John Cena's got a lot to lose here, Cole. And I'm not sure he knows what to expect from his opponent tonight. On the one hand, the challenger's been beaten up pretty bad the past few weeks. But on the other hand, he's taken everything that's been thrown at him and come back for more. One thing's for sure, this is WrestleMania. And this title match is going to be off the chain. Na, werden wir nochmal sehen, ne? Haha! Cena, der alte Sucker. Alles klar, Musik wieder an und los geht's mit Estim. Los geht es mit dem WrestleMania 21, glaube ich. Match. Ja. Ich bin gespannt. Basic Controls, ja, das sollten wir mittlerweile hinkriegen. Die Arena ist eigentlich ganz schön gleich bei WrestleMania, wenn man sich das mal so anguckt. Lockup. Scheiße, konnte ich nicht. Gewinn für mich. Ich weiß auch nicht, ob ich das überhaupt entscheiden konnte. Mein Gott. Ich nehme jetzt schon. 7 Uhr abends auf. Relativ spät, normalerweise nehme ich sowas am Nachmittag auf, vor allem wenn Schule ist. Aber ich habe gerade Zeit und Lust und ich schreibe morgen nur eine Klassenarbeit, aber ist nicht so schlimm. Ist ja bloß Deutsch. Wir schreiben. Worüber schreiben wir? Wir schreiben eine Gedichtsinterpretation. Und sowas kann ich überhaupt nicht leiden, also schreiben allgemein. Ich bin eher so, der gerne zuhört. Und das, was er. Ja. Und wenn ich was mitkriege, also wenn ich was behalte, dann ist es für mich interessant und wichtig. Und das ist dann so. Ach, keine Ahnung. Ist egal. Auf jeden Fall finde ich das doof, dass wir schreiben im Prinzip die Klassenarbeit viermal, weil wir dann immer den ganzen Aufsatz noch in der Stunde üben. Und es ist immer voll langweilig, die ganze Stunde bloß rumzusitzen und versuchen nichts zu machen. So ist das nämlich, ne? So, ich bin ja. Ja, ich bin hier. Gut. Ob das gut ist, weiß ich nicht. Nichts mit Lions Hold, Finisher voll und so. Na komm. Ich denke mal, das sollte jetzt kein Problem sein, dieses Match. Ach, ich bin ja schon wieder rechts, ne? Ich hab schon wieder gedacht, ich bin auf der linken Seite. Ich muss ja aufpassen mit meinen Aussagen. Nicht, dass ich später hier noch gejagt werde, ne? Shooting Star Press! Sitz! Nicht, echt! So. Let me in Ruhe! Zack, erstmal Stamina auffüllen. Und er ist schon gelb am Buddy. Kann ich ihn nicht. Ich will ihn mal durch den Dings schleudern. Das kann man mit Kommentatorenpult. Gibt's hier welche? Ja. Oh, hier sind. Hier ist der falsche Titel. Sehe ich das richtig? Ja, das ist der World Heavyweight Championship Title. Super Jukes! Nein, du sollst raus. So, dann kann ich auch noch raus hier. Mein Zoll. Warum hat er eigentlich. Warum ist deine Fincher-Leiste höher als unsere? Warum werden wir noch nicht ausgezählt? Gibt es hier keinen Countout? Das war schön. Nein. Komm wieder hoch. Und komm wieder hoch. Taunte hier, halt. Nee, das wollte ich nicht. Enzugiri, ja klar! Dadurch, dass wir im Prinzip draufgefallen sind. Holy shit!
Super Zuschauerreaktion wieder hier. Man glaubt es gar nicht. Musik ist zu langsam. Ich habe gerade nur eine Hand auf Controller gehabt, eine Homo. Und wir haben schon wieder die gleiche Musik. Nein, 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 nein. Jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Also wie versprochen, ich zeige beide Finisher. Hoffentlich. Aber erstmal muss ich Stamina wieder etwas. Also um diese müssen wir uns erstmal wieder ein bisschen kümmern. Wenn man so will. So, hör auf, so einen riesen Maul zu machen, Cena. Aber Cena hat aber auch einen riesen Maul, ne? Wenn man sich das manchmal so anguckt, wenn er labert. Ist ja schlimm. Mensch. Erst falscher Championship-Titel, erst falschen Championship-Titel auf den Kommentatorenpult legen und dann sowas, ne? Na! Nee! 25.000 Mal gekontert oder so? So, jetzt zeigen wir das Bier. Oh, Story lieber. Bevor das hier schief geht. So. Er muss doch eigentlich mehr so in der Mitte liegen, ne? So, schicken wir mal dahin. Ich würde gerne mal einen Superplex zeigen. So was habe ich eigentlich noch nie gezeigt, so jetzt, ne? Im ganzen Let's Play. Oder? Doch, bei, im Steel Cage Match. Das ist richtig. Habt ihr gut aufgepasst? Aber bis wir erstmal aufstehen, das dauert ja auch erstmal wieder eine Weile. Ja! Wir brauchen länger zum Aufstehen als er, klar. Warum auch nicht? Muss ich erstmal auch nicht hinsetzen. Mein Gott, hör auf zu snappen und zu punchen und zu choppen. Ist ja schlimm! Nein. Krieg jetzt schon wieder nichts gekontert. Nächstes letzte Match mit Maschi. Oder so. Oh, ich will einen Power Slam zeigen. Er soll richtig. Mein Gott. Make it. Ne, habe ich noch zwei Parts für das ganze Match hier. So, jetzt liegt er gleich ordentlich. Na! Ah! Will das seinen eigenen Move machen und ihm. So, jetzt aber. Get doch! It's Spear Time, Baby! Und zwar der ordentliche Spear von Goldberg. Nicht der Luschen Spear von Edge. Das dauert erstmal wieder eine Weile, bis er getauntet hat. So. Jetzt brauche ich noch ein Finisher und dann mit dem 450 Splash wird das. Oh, Floating all over the place. Wird das Ganze auch beenden. Komm. Ey. Komm jetzt her. Na! Oh! Oh, komm jetzt! Jetzt, hör auf zu kontern! Das kann doch nie wahr sein! So, Stamina auffüllen. Das wird doch gar nichts denn, weil er bleibt doch gar nicht lang genug liegen, bestimmt später. Power Slam! Und, ah, Luchador Moves! Super. So, Storn. Schicken ihn dahin. Rüberhüppen. Und. Nein! Na, ist egal, wir haben ihn getroffen und Pin. Komm. One. Two. Ja! Nach so einem Impact haben wir es geschafft. Und sogar einen richtigen Button habe ich gekriegt. Gedrückt zum Speichern und nicht zum Laden. Das wäre auch fatal gewesen. Jetzt bin ich mal gespannt, was auf uns hier so wartet. Just look at me. He did it! He did it! I don't believe it! We got a new WWE Champion! Super. So, guck mal, welche Hoshis raus? What a match! You can say what you want about this cat, but he overcame every obstacle thrown in his way.
Now all that remains is for SmackDown General Manager Theodore Long to present him with the WWE title. Ja. Ah, das ist der richtige WWE Championship Title. Wie haut er jetzt einfach ab? Oder wie? Nee, doch nicht. Ich dachte schon, so, der schießt einfach ab damit. Holla, 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 Player! Aber nur. Ah, super. Wer gibt ihm jetzt Cena? Was für ein Impact! Oh! I can't believe what I'm seeing. Cena made the first move, so all bets are off. That's correct. I know you get squeamish about stuff like this and all, but this guy's gonna make one heck of a champion. You may not agree with his methods and his morals and the way he does things, but you gotta agree that his ability and his will to succeed is second to none. Only time will tell, partner. But the fact is, SmackDown has a new WWE champion. What a WrestleMania this has been. The whole damn world wants to. Wants to look like me, but they don't. So just krasse Scheiße. Alle klar, das war dann jetzt mit der SmackDown-Storyline. Würde ich jetzt mal behaupten. Sehen wir jetzt die Credits. You've won the SmackDown-Trophy. Hollywood Hogan freigeschaltet. Yay! Und The Rock. Ach nee, Hollywood Hogan habe ich bloß im Shop freigeschaltet. Aber The Rock habe ich freigeschaltet. Endlich. Congratulations on completing both SmackDown and Raw seasons. You've unlocked unlimited experience points to use. Oh! Das hört sich doch gut an. To use on all of... Das wollte ich doch haben. So, wir sehen die Credits, die gucke ich mir nicht an. Die gehört ja YouTube oder was auch immer. Wir speichern das Ganze mal. So. Gut. Na, speicher schneller. Und wie versprochen, gibt es jetzt die nächste Season. Und zwar die Legends Season und dann die ECW Season. Und wir spielen natürlich wieder auf Normal. Und beim nächsten Mal werde ich euch dann zeigen, mit wem wir die Legends Tour bestreiten werden. Also die nächste Season. Bis dahin wünsche ich euch einen angenehmen Resttag. Daumen für cool. Applaus. Euer Franz Zock. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.